Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir erzählen, was ein Kondensator ist. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass es so viel zu erzählen gibt, dass das natürlich nicht alles in ein Video passt. Daher habe ich verschiedene Videos zu verschiedenen Aspekten des Kondensators. Es geht hier erstmal darum, was ist denn ein Kondensator eigentlich? Es gibt dann nochmal ein Video mit Experiment, was beim Ein- und Ausschalten eines Kondensators passiert. Ein Kondensator kann aber auch ein Widerstand sein. Das heißt, in einem Wechselstromkreis fungiert der als Widerstand, der von der Frequenz abhängig ist. Und ein Kondensator hat ein elektrisches Feld, was man sich angucken kann. Dazu habe ich ein Video. Es kann auch Energie in einen Kondensator gespeichert werden. Und zu guter Letzt kann man auch Kondensatoren in Reihe oder parallel schalten. All das gibt es verschiedene Videos. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ist ein Kondensator? Erfunden oder entdeckt wurde er unabhängig von zwei Personen, und zwar Ewald Georg von Kleist und von Peter van Mastsenbroek. Das ist, der hat das in der Stadt Leiden gemacht. Daher nennt man das Ganze Leidener Flasche. Die haben nämlich mit dieser Apparatur experimentiert und dabei Stromschläge erlitten. Und so haben die gemerkt, das ist offensichtlich etwas, womit man Ladung speichern kann. Um mal so ein bisschen anzugucken, was ist denn eine Leidener Flasche? Das ist ja eigentlich ein Glasgefäß. Hier sieht man den Querschnitt. Und dieses Glasgefäß hat außen einen Metallüberzug und innen befindet sich auch Metall. Das heißt, letztendlich sind es zwei Metallplatten und dazwischen ist Glas. Und hier dieser Stab führt praktisch hier in den inneren Anschluss von der Metallblech B nach außen. Das ist die Leidener Flasche, die erste Möglichkeit, Ladung zu speichern. Heute sehen Kondensatoren so aus. Man hat zwei Flächen und diese Flächen nennt man Elektroden. Das sind zwei Metallplatten letztendlich. Oder Metallfolien. Und in der Mitte ist ein sogenanntes Dielektrikum. Dielektrikum ist etwas, was selbst keinen Strom leiten kann. Und in der Schule, wenn wir Experimente machen, haben wir als Dielektrikum einfach Luft dazwischen. Und bei Kondensatoren, es gibt verschiedene Bauarten, aber relativ häufig sind das einfach zwei Metallfolien und in der Mitte ist dann auch nochmal eine Folie. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass man das Ganze einfach aufrollen kann und damit kann man relativ große Platten auf einem sehr kleinen Platz unterbringen, dadurch, dass man das, wie gesagt, einfach aufrollt. Schauen wir uns mal die Eigenschaft des Kondensators an, Ladung speichern zu können. Das Ganze nennt man Kapazität. Also wenn man sich das anguckt, man kann Ladung auf den Kondensator bringen. Und je größer die Ladung ist, umso größer ist auch die Spannung. Spannung ist ja Potentialdifferenz. Das heißt, das Ganze hat auch was mit Energie zu tun.
beziehungsweise Arbeit, weil ich muss ja Arbeit verrichten, wenn ich Ladung da drauf bringen möchte, weil die Ladung, die möchte da natürlich nicht freiwillig drauf, sondern wenn der Kondensator bereits geladen ist und ich möchte noch weitere Ladung hinzufügen, dann muss ich ja, gegen diese Potentialdifferenz anarbeiten, um da Ladung noch drauf zu bringen. Das heißt, dann kann ich Arbeit speichern und damit ja, auch Energie speichern. Und ansonsten die Fähigkeit, halt Ladung zu speichern und dass das Ganze entsprechend proportional zur Spannung ist. Das Ganze kann ich ja noch, da habe ich ja hier eine Steigung und diese Steigung ist nichts anderes als die Kapazität. Das heißt Q durch U, das wäre die Steigung, ist nichts anderes als die Kapazität des Kondensators. Das heißt, bei einer größeren Kapazität kann ich bei gleicher Spannung entsprechend mehr Ladung speichern. So, dann hängt die Kapazität letztendlich von mehreren Faktoren ab. Ist natürlich einsichtig, je größer die Fläche ist, umso mehr Ladung kann ich speichern, also umso größer ist die Kapazität. Dann ist es von dem Abstand d der beiden Platten, das ist antiproportional. Oder wie der Mathematiker auch sagt, indirekt proportional. Das heißt, je größer der Abstand ist, umso geringer ist meine Kapazität. So, damit ich natürlich jetzt da ein Gleichzeichen schreiben kann, brauche ich eine Proportionalitätskonstante, das ist das Epsilon 0, das kennt der Taschenrechner, und Epsilon R, das ist davon abhängig, was für ein Material zwischen den Platten ist. Wie gesagt, wenn man das in der Schule macht, da hat man Luft dazwischen und da ist es ungefähr 1. Wenn man was anderes dazwischen hat, dafür gibt es Tabellen, wo man das nachschlagen kann. Das war erstmal der grobe Überblick, was ein Kondensator ist. Und in weiteren Videos gehe ich sozusagen dann mehr in die Tiefe zu verschiedenen Aspekten des Kondensators.